Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Bayern-Agenda. Vor 3 Wochen war Christian Bernreiter hier, der bayerische Bauminister, und er hat den Eindruck bestätigt, den viele im Moment von uns haben. Wer jetzt gerade bauen will oder vielleicht sich dazu entschließt, es demnächst zu tun, der hat's nicht leicht. Es gibt eine unübersichtliche Lage mit neuen Bundesgesetzen. Es gibt Förderungen, Modelle, die sich ändern werden. Und wir wollen heute aus der Sicht derer, die bauen wollen und bauen sollen, wissen, wie sich die Lage darstellt. Herzlich willkommen, Thomas Schmidt, Geschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands. Jetzt kommt zuerst die schockierende Meldung, und ich finde sie wirklich schockierend: 29% weniger Anträge auf Wohnungsbau in Bayern. Ja, das ist die natürliche Reaktion auf die Krisensituation. Und das ist das erste Mal eigentlich, dass eine Krise auf die andere kommt. Ja, wir hatten ja erst mal Covid und mussten mit diesen Schwierigkeiten zurechtkommen. Das ist gelöst worden mit der Hilfe der Politik, mit unseren Firmen, mit allen, die beteiligt waren. Aber dann kam sofort die nächste Krise, und das ist eine neue Situation. Inflation plus der Krieg in der Ukraine. Und das hat natürlich Auswirkungen auch aufs Bauen und vor allem auch um die Verlässlichkeit und um die Zukunftsperspektiven. Also viele, gerade Private, machen sich natürlich Sorgen, wie kann das überhaupt noch gehen? Lassen Sie uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Corona, da hat man eigentlich so als Außenstehende immer das Gefühl gehabt, da ist alles, was rundum mit Bau zu tun hat, noch fein raus, weil es durfte gebaut werden. Hat das eigentlich ernsthaft Einflüsse gehabt auf die Bauwirtschaft, oder waren Sie so, sag ich mal, so in der Blase, wo man sagen konnte, da lief es weiter, das war gar nicht so schlimm, im Gegensatz zum Beispiel zu Gastronomie oder Hotellerie? Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also der Bau hat es insgesamt geschafft, auch mit Hilfe der Politik, dass man die Konjunktur am Laufen gehalten hat. Und das lag auch daran, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auch sofort reagiert haben. Also bevor noch von der Politik irgendwelche Regeln kamen, wie man auf der Baustelle miteinander umgehen muss während Covid, sind zusätzliche Brotzeitcontainer angeschafft worden, um das zu entzerren. Sind die Hygieneregelungen auch angepasst worden? Man hat die Fahrzeuge ausgedünnt, das heißt also nicht mehr mit 6 Leuten in so einem Bus, sondern einfach dann nur mit 3 Leuten. Also man hat sehr schnell reagiert und hat sich deswegen da angepasst, und deswegen konnten die Baustellen auch weiterlaufen. Allerdings hat es natürlich auch alles zusätzlich Geld gekostet. Und das ist etwas, was unsere Firmen dann großteils auch selber geschultert haben, was sie aber dann zum Schluss gerne getan haben, wenn man es vergleicht mit anderen Branchen, die fast zum Stillstand kamen. Also ab und zu ist man als Baufirma auf den Kosten sitzen geblieben während Covid, aber insgesamt war das verkraftbar. Also der generelle Nutzen, weiterbauen zu können, war da viel größer. Welche Auswirkungen hatte denn Corona auf Lieferketten? Auf die Lieferketten eigentlich relativ wenig. Das kommt jetzt dann später. Das war die nächste Krise, die übernächste Krise. Der Ukraine-Krieg hatte da ganz andere Auswirkungen. Jetzt muss man leider sagen, ist der Krieg in einem gewissen Sinne Standard geworden. Es ist auch kein Ende in Sicht. Wie hat sich denn die Lage entwickelt von Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine bis jetzt? Ja, zu Beginn sind natürlich viele Lieferketten, viele Materialien ausgeblieben. Die Lieferketten zusammengebrochen. Man wusste nicht genau, wie man damit umgeht. Aber jetzt hat sich leider ein wenig eingespielt, also leider aus Sicht, dass der Krieg weiter andauert. Aber die Wirtschaft hat sich darauf eingestellt. Viele Lieferketten wurden eben anders gestrickt, anders strukturiert. Eigentlich hat die Bauwirtschaft, die Bauindustrie momentan keine Lieferkettenprobleme. Die Preise fallen bei einzelnen Bereichen auch langsam wieder. Wir werden aber wahrscheinlich nicht auf das Vorniveau vor dem Ukraine-Krieg zurückkommen. Jetzt muss man sagen, der Bauwirtschaft ist es sehr lange sehr gut gegangen. Es gab einen Boom. Also man schaut von einem hohen Niveau eigentlich jetzt auf den Ist-Stand. Aber woher kommt dieser Sturz, dass man sagt, also jetzt so viel weniger Wohnungsbau, so viel weniger Projekte, die geplant werden? Vonovia, die größte Wohnungsbaugesellschaft Deutschlands, hat ganz klar gesagt, wir bauen 23 exakt nichts. Wir planen nichts, wir machen nichts. Wie kann das sein? Wo liegen die Ursachen? Drei Krisen hintereinander und deren Auswirkungen, die sich summieren und deswegen zu dieser Situation geführt haben. Also Inflation, gerade beim privaten Häuslebauer, Klammer auf, man muss natürlich sagen, dass man überhaupt
keine Zinsen oder fast keine Zinsen bezahlen musste, ist die Ausnahmesituation gewesen. Mhm. Also früher, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, gab es natürlich immer schon Zinsen und es ist trotzdem gebaut worden. Nur jetzt auch noch die Preissteigerungen, verursacht erstmal durch die Lieferkettenproblematik und die erhöhten Vorgaben fürs Bauen. Wir brauchen ja nicht nur Wohnraum, sondern der Wohnraum muss auch in bestimmter Art und Weise gebaut werden. Und diese Ansprüche sind natürlich über die letzten Jahre extrem gestiegen. Ob das die energetische Sanierung ist im Bestand, die energetischen Vorgaben beim Neubau, all diese Dinge, die Materialien, der Aushub, der entsorgt werden muss, wenn Sie eine Baugrube aufmachen, da sind die Preise extrem gestiegen, weil einfach die Entsorgungsvorschriften verschärft wurden. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben und es gibt nicht eine Stellschraube, die Sie zurückdrehen können, damit das Ganze wieder harmonischer wird und sich wieder normalisiert. Aber sind es aus Ihrer Sicht Vorschriften, die Sinn machen, im Sinne des Umweltschutzes zum Beispiel, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, im Sinne gerade energetische Sanierung, sprich Energiesparen, oder sind es Maßnahmen, wo Sie sagen, das ist, geht nicht? Ich glaube, dass zu viel an Dirigismus reinspielt. Die Vorgaben, ich sage jetzt einfach mal, auch unser Verband, unsere Firmen, wir teilen zum Beispiel die Klimaziele. Ob das jetzt die sind, die vom Bund formuliert wurden oder vom Freistaat Bayern, wir wollen da gerne mithelfen, diese Ziele zu erreichen. Nur immer die Vorschriften, es muss so sein, es muss und kann nur so gehen. Das ist das Problem. Wir glauben, dass man mit Technologieoffenheit nicht nur die Wärmepumpe ist die Lösung, sondern es gibt verschiedenste Lösungen, wie man diese Ziele erreichen kann. Und deswegen plädieren wir dafür, dass man technologieoffen diese Ziele versucht zu verwirklichen. Und ich glaube, dass die Ziele richtig sind, aber die Wege dahin vielfältig sein können. Jetzt macht der bayerische Bauminister ja durchaus den Eindruck, dass er kommunikationswillig ist und dass er auch dazu bereit ist, mit Ihnen zu sprechen und sich das mal anzuhören. Wo liegt der Hund begraben? Ist das dann der Bund, der Regelungen vorgibt, die so starr sind? Also ich möchte es auch noch mal unterstreichen. Ja, wir sind mit einem Verbändebündnis auf den Staatsminister Bernreiter auch zugegangen mit Vorschlägen, wie man jetzt schon nachhaltiger bauen kann. Das ist ein bisschen ein anderes Thema als jetzt der bezahlbare Wohnraum. Aber dieses Nachhaltigkeitsthema, das ist ihm auch ein großes Anliegen. Und deswegen vertieft er jetzt auch gerade unsere Vorschläge mit dem Ministerium zusammen, um da in konkrete Lösungswege zu gehen. Also da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Freistaat Bayern da ganz andere Wege beschreiten werden in der Zukunft. Das Problem ist natürlich, und ich bin eigentlich ein Fan des Föderalismus, aber unterschiedliche politische Ebenen mit unterschiedlichen politischen Vorgaben. Da kommt eine Regelung aus der EU, die umgesetzt werden muss in Deutschland, die dann vielleicht sogar auf deutsche Verhältnisse noch ein wenig verschärft wird. Dann gibt es die eigenständigen Bauordnungen in jedem Bundesland, eine andere. Also auch da fehlt eine Harmonisierung. Also es gibt vielschichtige Themen und diese unterschiedlichen politischen Ebenen, dann jetzt auch momentan gerade ganz unterschiedlich politisch besetzt, mit unterschiedlichen politischen Vorgaben, da hören Sie schon raus. Also das ist auch für die Politik kein einfaches Feld. Jetzt soll es ja neue Bundesgesetze geben, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz. Alles, was man da im Vorfeld hört, lässt schon sehr viele Menschen zucken und sehr viele Menschen mehr noch mit einem gewissen Grad an Verwirrung zurück. Was beobachten Sie denn da, was auf Sie zukommt? Welchen Einfluss wird das auf die Bauwirtschaft haben? Es wird so sein, dass viele verunsichert sind, verunsichert bleiben, weil auch die Förderkulisse noch nicht hundertprozentig klar ist. Es gibt zwar Möglichkeiten der Förderung, aber ich glaube, dass das letztendlich nicht ausreichend sein wird, um die Investitionskosten, die dafür notwendig sind, wirklich irgendwo abzupuffern. Deswegen unser Plädoyer weiterhin technologieoffen bleiben, in Quartieren denken, nicht das einzelne Haus, Fernwärme, gerade hier in Süddeutschland, im bayerischen Raum, Geothermie, Wasserkraft. Es gibt so viele Möglichkeiten, um diese Ziele zu erreichen. Und einfach diese kategorischen Vorschriften, du musst es jetzt so machen, schreckt, glaube ich, mehr Menschen ab, als sie motivieren, das zu tun und mitzuhelfen, diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, also KfW 40 Standard, also wenn man so
energieeffizient bauen muss. Das müssen Sie jetzt uns Laien erklären, was das heißt, KfW 40, ja, ist. Es ist einfach so, dass Sie die Energiestandards so runterfahren, dass Sie eigentlich mehr Strom produzieren, als Sie verbrauchen mit diesem Gebäude. Ja. Und das schreckt einfach Menschen ab. Und wenn Sie andere Standards, die vielleicht nicht ganz so ideal sind, ansetzen würden, würden die Menschen das Geld in die Hand nehmen und dann würden wieder mehr bauen und so qualifiziert bauen, dass man Energie einspart, dass man insgesamt wahrscheinlich für den Klimaschutz mehr erreicht. Jetzt haben Sie aber natürlich so Sachen angesprochen wie Geothermie. Zum Beispiel, Sie waren ja auch mal in Ihrem vorherigen Leben Bürgermeister von Garmisch-Partenkirchen. Da wissen Sie selber, wie das ist, wenn man eine Geothermie-Probebohrung macht. Da zahlt die Gemeinde dafür. Und dann schauen wir mal, ob wir was finden. Und wenn wir nichts finden, dann sitzt die Gemeinde auf einem riesigen Haufen von Kosten. Da ist doch der Unterbau vielleicht auch schon gar nicht mehr so gut gestaffelt, dass man sagt, also die Kosten übernimmt man zum Beispiel, damit man dann wiederum fürs Bauen schon ganz andere Voraussetzungen hat. Mhm. Aber da muss man auch sehen, dass das die Gemeinde, meistens macht die Gemeinde das ja mit Gemeindewerken, mit Stadtwerken. Und da schaut die Finanzierung schon wieder ganz anders aus. Außerdem kann man sehr gut Gutachten im Vorfeld machen lassen, ob es sich überhaupt rentiert oder nicht. Also bevor man das Risiko eingeht, da gebe ich Ihnen völlig recht, muss man sich da schon genau informieren. Aber gerade im Umfeld von München zum Beispiel, wir haben super, super tolle Geothermieprojekte, die hier am Laufen sind. Und das Potenzial ist extrem hoch. Es war jetzt nur ein Beispiel mit Geothermie. Sie können ganz anders auch Fernwärme noch weiter erzeugen. Es kommt dann auch die Wasserstoffinitiative und viele andere Themen. Also Technologieoffenheit und nicht einfach strikte Vorgaben. Jetzt ist neben der Technologieoffenheit noch eine andere Forderung laut geworden und das schon vor 2 oder 3 Wochen beim Wohnbautag, beim bundesweiten, nämlich, dass es ein Eingreifen der Politik gefordert wird, weil sonst der Wohnungsbau komplett zum Erliegen kommt. Gau am Bau war die Schlagzeile, die man da drüber gesetzt hat. Also da hätte ich jetzt 2 Fragen dazu. Erstens, sehen Sie den Gau am Bau, gerade in dem Segment Wohnungen? Und wenn ja, wie sollte denn die politische Unterstützung aussehen? Wir konzentrieren uns ja gerade jetzt auf den Wohnungsbau. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu den anderen Sparten dann sagen. Aber im Wohnungsbau ist es tatsächlich so, dass massiv eingebrochen ist. Durch die Verunsicherung, wie geht es denn überhaupt weiter? Wie schaut es mit der Zinssituation aus? Haben ganz viele, gerade die privaten Einfamilienhausbauer und so weiter, erstmal die Bremse gezogen. Das gilt genauso, Sie haben es zitiert, Vonovia, die großen Genossenschaften, die sagen, wir bauen zu Ende. Ja, das, was wir begonnen haben, aber neue Projekte müssen wir erst mal sehen, wie schaut die zukünftige Förderkulisse aus. Die privaten Projektträger auch, die bauen zu Ende. Alle Projekte, die sie begonnen haben, da sind sie ja vertraglich verpflichtet, schauen sich aber jedes neue Projekt natürlich doppelt und dreifach an. Also da ist, ich würde es jetzt nicht Gau am Bau, aber ist, um das klar zu machen, ein gutes Schlagwort. Aber es ist ein massiver Einbruch, das ist schon zu verzeichnen. Dafür gibt es natürlich andere Bereiche, wo der Bau weiter unterwegs ist. Wir sind eine Branche, die riesige Zukunftsaussichten hat. Ich muss da jetzt bloß noch drauf kurz einhaken, weil wir hatten 2 Teile der Frage. Der eine war, ist es ein Gau am Bau? Und die andere war ja, es gibt die Forderung, an die Politik einzugreifen. Das sagen mehrere Verbände. Wir brauchen jetzt das Eingreifen der Politik, sagen Sie auch. Was für eine Art von Eingreifen? Erstens muss das Bauen wieder einfacher werden. Da ist die Politik 100% verantwortlich. Sie geben die Regeln vor, wie man baut. Zweitens müssen die Förderkulissen angepasst werden. Das ist ja zum Teil auch schon passiert. Der Bund hat ja ein Förderprogramm aufgelegt. Da kann man jetzt schon sagen, das wird das Geld schlichtweg nicht reichen, wenn es wieder losgeht mit dem Bauen. Der Freistaat Bayern hat ein sehr gutes Förderprogramm aufgelegt. Also das ist auch wirklich ein Zeichen nach draußen. Wir lassen euch nicht alleine. Wir wollen mithelfen, dass der Bau und der bezahlbare Wohnraum wieder attraktiver wird und dass es wieder vorwärts geht mit dem Bau von Wohnraum. Also das sind gute Zeichen. Aber das Entschlacken, sagen wir, der Vorschriften, die Baugenehmigungen vereinfachen, also die Zeiträume, bis es eine Baugenehmigung gibt, die energetischen Vorschriften, die Bürokratie drumherum, ja, all diese Dinge, die behindern das natürlich. Also die Zeiten, wenn man weiß,
dass man, sagen wir, in den größeren Städten in Bayern für einen Bebauungsplan zwischen 6 und 8 Jahre braucht. Ja. Das sind einfach Dinge, die gehen in dieser Situation nicht. Denn die Probleme gehen ja nicht weg. Ja, wenn man mal 400.000 Wohnungen pro Jahr als Vorgabe gibt und dann vielleicht 220 oder 280 erreicht, dann hat man halt irgendwo das Ziel verfehlt. Und das Problem geht nicht weg. Also nächstes Jahr werden wir noch mehr Wohnungen brauchen. Und deswegen muss die Politik da reagieren. Aber das ist ja zum Beispiel auch der Bayern heimlich gelungen, also der staatlichen Wohnbaugesellschaft in Bayern. Die verfehlt ihre Ziele auch ganz deutlich. Ja, und das ist so, das gehört mit dazu, das ist ein Mosaiksteinchen. Und deswegen plädieren wir eben für Entschlackung der ganzen Verfahren, für Beschleunigung der Verfahren, auch wieder drüber nachdenken, ob die technische Gebäudeausrüstung, also das, was man im Gebäude alles so hat und machen muss. Das ist zwar toll, wenn man sagt, im Zeitalter der Digitalisierung, das ist quasi ein großes iPhone, das Haus, das auf alles selber reagiert. Ja. Aber das kostet natürlich extrem viel Geld. Und das auch, müssen Sie uns jetzt mal erzählen. Was für Technik ist erforderlich, ja, wenn ich heute ein Haus baue? Ja, wenn Sie zum Beispiel die Energieeinsparanforderungen so erfüllen, ja, dass so gedämmt wird, also im Bestand die Dämmung außen dran, so viel Dämmmaterial außen dran, dann verdichtet sich zum Beispiel wieder die Luft in den Räumlichkeiten. Und je nach Materialien, die Sie da irgendwann mal in den 60er, 70er, 80er Jahren verbaut haben, dann entsteht da Radon. Und der Radonwert wird so hoch, dass Sie diese Zimmer nicht bloß mit Fenster aufmachen ab und zu belüften müssen, sondern mit technischer Belüftung. Ja, und sofort haben Sie wieder zusätzliche Kosten. Ja? Mhm. Klimaanlagen zum Beispiel. Und dann? Und dann kostet, ich möchte es mal gerne etwas näher Sie verstehen. Also wir haben eine Klimaanlage, wir haben das Haus aber super gedämmt. Was müssen wir noch alles machen? Genau. Nee, dann müssen Sie jetzt zum Beispiel bei den neuen Anforderungen, wenn Sie mit der Wärmepumpe kommen, dann haben Sie eine Bodenheizung. Wenn Sie keine Bodenheizung hatten, dann müssen Sie die Bodenheizung nachrüsten. Also da kommt eins nach dem anderen mit dazu. Haben Sie Ihr Dach schon vorher mal gedämmt? Nein, haben Sie nicht. Da kommt es auch noch gleichzeitig mit dazu. Also man kann mit einem Satz zusammenfassen, bauen macht im Moment richtig Spaß. Ja, also wenn man im Bestand ist und all diese Vorgaben erfüllen will, dann wird es richtig schwierig. Jetzt haben Sie ja vorher schon gesagt, es gibt die EU-Gesetzgebung, die bei Ihnen greift. Es gibt die Bundesgesetzgebung, die Landesgesetzgebung. Und dann haben wir ja auch noch die einzelnen Kommunen mit ihren wiederum Verordnungen. Manchmal ist das ja noch viel kleinteiliger. In München geht es von Stadtviertel zu Stadtviertel. Ja. Wenn Sie das entschlacken wollen, wo wollen Sie da anfangen? Also das geht schon mal los bei den Bauordnungen. Die müssten eigentlich länderübergreifend harmonisiert werden. Also ich bin ein stolzer Bayer, das gebe ich zu. Aber das macht natürlich auch den Baufirmen ein großes Problem oder auch den überregional tätigen Wohnungsbauern, dass man in jedem Bundesland andere Regelungen hat. Es gibt zum Beispiel, gab es ja eine neue Gesetzgebung, Bayerische Bauordnung, dass die Abstandsflächen verkürzt werden. Also wie weit müssen Gebäude auseinanderstehen. Da gibt es bestimmte Regeln. Und eins der Plädoyers auch der Politik und von Projektentwicklern war ja, lasst uns näher zusammenbauen, verdichten, gerade in den Metropolen. So, jetzt können Sie in Tirschenreuth, können Sie also näher aufeinander bauen, wenn Sie möchten. Ja, da ist es so verändert worden, nur in München. Und in Augsburg nicht, weil die haben eine Ausnahmeregelung gezogen und eigentlich die Verkürzung der Abstandsflächen hat man gemacht für die Metropolen und die machen es dann nicht. Also ein Beispiel, wo das ganze Thema ein bisschen ad absurdum geführt wird. Aber da haben Sie ja auch noch ganz andere, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Gegner. Weil es gibt zum Beispiel in München jetzt das vom Stadtrat beschlossene und genehmigte Grünflächen erhalten, wo jetzt im Prinzip überall, wo ein Halm steht, sowieso nicht mehr gebaut werden darf. Und es gibt auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen den Flächenfraß stoppen. Also bestes Beispiel, im Pfaffenhofen ist gerade ein Industriegebiet, ein Einkaufs- und Industriegebiet einfach von den Bürgern abgewählt worden. Also gibt es da auch eine Anti-Stimmung, die Sie wahrnehmen, überhaupt gegen Bauen, gerade gegen größere Projekte? Kämpfen Sie damit?
Wir beobachten das großteils. Ja, wir mischen uns insofern nicht ein. Unsere Firmen bauen das, was genehmigt ist und was beauftragt ist. Also diesen Kampf führen ja großteils dann die Kommunen selber, führen Projektentwickler, auch hier in München mit den Hochhäusern an der Paketposthalle. Und wir beobachten das natürlich schon sehr kritisch, weil das not in my backyard. Also ich möchte zwar alles, ich will ja von Amazon das Paket geliefert kriegen, aber ich möchte das Auslieferzentrum nicht in meiner Nähe und ich will den Strom energieneutral oder CO2-neutral, aber ich will kein Windrad in meiner Nähe und ich will das nicht in meiner Nähe. Das ist so ein gesellschaftlicher Impuls, so eine Entwicklung, die wir natürlich sehr, sehr kritisch beobachten, weil irgendwo muss das alles passieren. Wir wollen ja diesen Wohlstand insgesamt erhalten. Wir wollen das Klima schützen, wir wollen eine Energiewende, wir wollen eine Verkehrswende, alle miteinander. Aber das muss alles gebaut werden. Das sind, wie gesagt, die Chancen, die die Bauindustrie, die Bauwirtschaft insgesamt hat. Das muss alles erst umgesetzt werden. Also da helfen wir mit, einfach das Bewusstsein. Ja, neu zu kreieren, auch bei den jungen Menschen, ihnen zu sagen, Freunde, wenn ihr wirklich was ändern wollt, dann müsst ihr mithelfen, das alles zu bauen. Und zwar nachhaltig zu bauen, mit so wenig Rohstoffverbrauch, mit so wenig Flächenverbrauch wie möglich. Und das ist auch ein Punkt, den wir gerne wieder von uns geben und sagen, ja, wir sind dabei, wir sind auch Mitglied im Bündnis fürs Flächensparen. Warum? Weil wir glauben, dass man teilweise nach oben muss mit dem Bauen und teilweise nach unten. Die Infrastruktur, gerade in München, wenn man sich das anschaut, freilich, wir wollen alle mehr grün, aber da muss man sich überlegen, wo gehe ich mit dem Verkehr hin? Und da haben wir nur zwei Chancen, nach unten oder nach oben. Und genauso gilt es auch mit den Wohnbauflächen hier in München. Ich bin tatsächlich ein Fan. Wir haben ein Verbandsgebäude, das dem Verband gehört, mitten in der Altstadt. Jederzeit 2, 3 Stockwerke draufsetzen, ja, die wir 100% auch vermieten könnten, kriegst du halt nicht genehmigt in München. Ja, gibt es wieder die einzelnen Regeln. Da unterhalten wir uns gleich weiter, Herr Schmidt, über die Regeln, welche es braucht und welche es nicht braucht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach einer ganz kurzen Pause. Bauhandwerk CHS bietet Ihnen eine Vielzahl an Dienstleistungen rund ums Bauhandwerk. Von Dachsanierung über Malerarbeiten jeglicher Art bis hin zur Trockenlegung und Steinteppichverlegung. Dank voller Lagerhallen sind Sie bei uns in besten Händen. Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin bei Bauhandwerk CHS. Deutschland kauft bei Höffner. Jetzt 36% Rabatt auf Möbel und Küchen. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Mehr auf höffner.de. Plakatwerbung in Ihrer Stadt. Erreichen Sie Ihre Kunden mit optimalen Werbeflächen. In München, Ingolstadt und deutschlandweit. Einfach, zuverlässig und schnell. www.m-plakat.de. Es ist soweit. Alpachtal. Das ist Tirol. Unsere Heimat, die Goldsteig-Wald- und Bauernregion, vom Bayerwald bis zum Böhmerwald. Wir Goldsteig-Landwirte verzichten auf Gentechnik und genießen, was echt und gut ist. Unsere naturreine Milch schmeckt man in jedem nussig feinen Goldsteig-Emmentaler. Wild, unsere Natur, echt unser Geschmack. Goldsteig-Käsespezialitäten. Das Leben zum Wunschkonzert machen. Was ist das Beste, was passieren kann? Lotto spielen bei Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Ja, liebe Zuschauer, bitte schalten Sie ein. Samstag, 21 Uhr, Brennpunkt. Ja, wir haben das Thema Stiftungen durchgenommen heute mit meiner Frau Dr. Irene Lejeune und mit Dekan Teil, auch ein guter Freund von mir, die gerade aus Vietnam zurückkamen. Sie waren unterwegs in einer Mission Herz für Herz, wir stiften Leben. Ja, eine ganz wunderbare Sendung, glaube ich. Also ist etwas fürs Herz. Also
bitte schauen Sie rein. Samstag 21 Uhr sind wir wieder bei Ihnen im Wohnzimmer. Thomas Schmidt ist immer noch mein Gast heute in der Bayern-Agenda, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands. Sie wollten vorher schon so gerne weg vom Wohnungsbau hin zu den anderen Teilbereichen, sprich Hoch- und Tiefbau. Wie geht's denen denn so? Ja, im Unterschied zum Wohnungsbau, der ja tatsächlich viele Probleme gerade darstellt, gibt es extrem viele Chancen in den anderen Bereichen. Wir wollen ja alle gesellschaftlich die Energiewende, wir wollen die Verkehrswende, Mobilitätswende, wir wollen Nachhaltigkeit, CO2 einsparen, die Klimaziele einsparen. Und deswegen haben wir eigentlich als Branche ziemlich viel Optimismus, weil das alles erst einmal gestaltet werden muss. Das muss alles gebaut werden. Bei Verkehrswende denkt die Münchnerin und der Münchner sofort mit Begeisterung an die zweite Stammstrecke, die wir alle als gelungenes Bauprojekt mit einer Riesenverzögerung und Verteuerung ins Hirn gebrannt haben. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum städtische oder staatliche vielmehr Bauprojekte, also staatliche vor allem, eigentlich immer teurer werden und immer länger brauchen, als man das sich denkt? Also ich weigere mich erst schon mal, das immer zu unterstreichen, weil es gibt auch viele Projekte rund um München und in München, gerade beim Mittleren Ring, beim Ausbau, Luise-Kieselbach-Platz und andere zu nennen, die auch extrem viel Geld gekostet haben, aber die in der Zeit waren und die im Kostenrahmen blieben. Ich glaube, dass man insgesamt in der Politik und wie man baut, umdenken muss. Ganz oder nahezu ganz Europa baut mit dem gleichen europäischen Baurecht. Nur Deutschland hat ein verschärftes Baurecht, wenn man es so schwarz-weiß sagen darf. Wir haben bestimmte Regeln, die gibt es in anderen europäischen Staaten nicht. Diese strenge Trennung von Planen und Bauen. Ich bin ein Fan davon, erst planen und dann bauen. Nur unser Punkt ist, bei der Planung bitte schon die Profis mitnehmen, die dann hinterher bauen sollen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was bei der Stammstrecke nicht so passiert ist. Also dieses Auseinanderdividieren, das hat keinen großen Nutzen. Man muss einfach diejenigen, die bauen, mit ins Boot holen, so früh wie möglich. Das machen die Österreicher, das machen die Dänen, das machen die Holländer und die haben alle wie wir das gleiche Europarecht. Also es muss andere Ausschreibungsmöglichkeiten geben. Es soll weiter bei der Grundregel fach- und teillos, das heißt, dass man kleinteilig ausschreibt bei bestimmten Bauprojekten, damit auch der kleinere Mittelstand eine Chance hat, den Zuschlag zu bekommen. Das ist eine gute Regelung, aber es gibt einfach Projekte, die sind so groß, da funktioniert das nicht. Da muss man mit Generalunternehmerverträgen, da muss man mit Design und Bild, das heißt, dass man die Planung mit ausschreibt, weil auch der Öffentliche zum Beispiel gar nicht mehr die Planungskapazitäten selber hat. Also es gäbe neue Möglichkeiten zu bauen. Ich sage immer, die öffentliche Hand baut teilweise noch wie vor 20, wie vor 30 Jahren. Und die Entwicklung ist halt fortgeschritten. Digitalisierung, gibt es Modellprojekte, aber es ist halt zum Beispiel noch nicht der Standard, gerade im öffentlichen Bauwesen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie ein Mensch sind, der auch darauf hinweist, dass das so ist. Was kriegen Sie denn da für Reaktionen? Die Reaktionen sind eigentlich sehr positiv. Die Umsetzung ist es. Wenn ich sage, wir sind Fans davon, die Klimaziele vom Freistaat Bayern bis 2040 zu erreichen, dann ist, wenn ich als Verband zum Bohren unterwegs bin bei der Politik, dann ist es eigentlich die Geschwindigkeit. Ja? Man könnte überspitzt sagen, ja, wann fangen wir denn an? Weil unsere Branche da einfach wirklich viel mithelfen könnte. Und wir wollen das mithelfen. Das sind Mütter, Väter, die wollen auch die Zukunft gestalten für ihre Kinder. Und deswegen teilen wir diese Ziele. Nur wenn wir darum kämpfen müssen, dass Recyclingmaterial von der öffentlichen Hand überhaupt zugelassen wird und eingesetzt wird, dann haben wir da als Verband schon ein bisschen ein Problem. Also da drücken wir, jeder sagt, ja bitte, wir machen es, wir sollten es machen, ist eine gute Idee. Und dann schauen wir in die Ausschreibungen rein, in Staatsanzeiger, dann steht da dort, bitte kein Recyclingmaterial, keine Sondervorschläge, also keine Innovation, sondern bitte nur das, was wir ausgeschrieben haben.
Das mit dem Recyclingmaterial finde ich wahnsinnig spannend, weil da gäbe es ja genügend. Also das geht los bei alten Häusern, die mit wunderbaren, haltbaren Ziegeln gebaut worden sind, die man recyceln kann, bis hin zu selbst Teilen vom Bauschutt etc. Mhm. Aber auch da droht Ihnen ja schon wieder eine neue Bundesregelung, nämlich dass die eine gewisse Schadstoffkonsistenz nur haben dürfen und sonst dürfen sie die nicht mehr wiederverwenden. Da beißt sich doch der Klimaschutz gerade selber in den Schwanz. Absolut, denn das Material müssen Sie irgendwo dann entsorgen, wenn das so bleibt und so strikt. Der Freistaat Bayern hat da ein bisschen andere Regelungen, da sind wir sehr stolz drauf, da gibt es einen bayerischen Weg. Aber es ist so, sie müssen das dann hunderte von Kilometern weit wegfahren, das kostet einen Haufen Geld, das ist noch mehr Abgase, die entstehen, das wird das Bauen insgesamt noch mehr verteuern. Und vor allem, wo kriegen Sie, wir hatten ja vorher gesprochen, not in my backyard, wo kriegen Sie neue Deponien genehmigt? Die will auch keiner in seiner Nachbarschaft haben. Also die Lösung ist schon, dass man das, was an Material anfällt, also ich habe mir abgewöhnt, von Abfall zu sprechen in dem Bereich, sondern das sind eigentlich alles wirklich Materialien, die man wiederverwenden kann. Und dann kommt dann immer wieder mal von der Politik, ja, das ist so schwierig mit den Zulassungen, mit den Genehmigungen. Es gibt so viel Recyclingmaterial, die schon die Zulassungen haben, die Normierung haben, wo der Stempel drauf ist, dass man es so machen kann. Es gibt immer wieder Neuigkeiten, neue Innovationen. Da muss man das erstmal machen, das ist klar. Da kann man aber Zustimmung im Einzelfall sich holen, kann der Öffentliche auch geben. Also wenn man will, könnte man da viel, viel, viel mehr machen. Wenn Sie mir das eine Beispiel erlauben, Sie machen ja viel mit der Landeshauptstadt München, mit dem OB Reiter hier in diesem und die haben so viele Baustellen. Da gibt es Baustellen oberirdisch, da Bayernkaserne, Konversionsfläche, wird was abgerissen, da entsteht Betonschutt. So, da wird was recycelt davon, war erst ein super guter Ansatz. Da fällt aber noch viel mehr an. Und sie haben noch viel mehr Baustellen in München, wo so Material anfällt. Die U5 wird gerade ausgeschrieben. München liegt auf Superkies. Den Betonschutt plus den Kies mit einer Aufbereitungsanlage, da macht die Stadt München wahrscheinlich ihren ganzen Beton für die nächsten 20 Jahre für alle Bauprojekte selber. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, das GW. Aber diese Denke, die muss kommen. Ja, anstatt den Kies erstmal rauszufahren, 60 Kilometer, den da irgendwo hinzulegen und dann in 3 Monaten ihn wieder reinzuholen, weil ich irgendwo anders brauche für eine Baumaßnahme, das ist einfach Verschwendung. Das ist einfach Verschwendung an Transportkapazitäten. Das sind Belastungen für den Münchner, dass die LKWs da hin und her fahren. Und das muss man einfach ändern. Da muss man andere Denke reinbringen in die Köpfe. Also das klingt jetzt bei Ihnen so nach einer dermaßen betörenden Lösung, dass man fast sagt, ich müsste jetzt den Dieter Reiter anrufen und ihm schnell sagen, baue mal eine Aufbereitungsanlage. Also ist das tatsächlich so einfach? Und wenn ja, wieso wird es nicht gemacht? Also, also die Offenheit ist extrem da. Also überall, wo wir mit so einem Konzept aufschlagen, ob in München oder anderswo, sagen alle, ja, ihr habt recht, das müssen wir so machen. Wie so häufig im Detail. So, geht in München, geht's mal los, wo haben wir denn so eine Fläche? Sind wir wieder bei Not in my Backyard. Es gäbe noch Flächen, aber da gibt es natürlich auch wieder Nachbarn und die sagen, was, 2 Jahre so eine Aufarbeitungsanlage? Die macht sicher Lärm, die macht sicher Dreck. Ja, kann passieren. Gibt es natürlich auch Filteranlagen etc. Man kann das sehr verträglich alles machen, aber es ist erst einmal eine Belastung für das Viertel, wo das hinkommt. Nur die Belastung, wenn man sowas nicht macht, ist für die ganze Stadt viel größer. Und diese Abwägung muss ja getroffen werden. Also erst einmal eine Fläche finden, dann jemanden, der es kann. Wettbewerb, da gibt es genügend Firmen, die so etwas können. Und dann müssen vor allem die Betroffenen, und das ist in der München, in der Stadtverwaltung gar nicht so einfach, weil ganz viele Baustellen bei ganz unterschiedlichen Referaten hängen und da die Kommunikation nicht immer die beste ist, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Das zeigen wir dann mal alles dem Herrn Reiter das nächste Mal, wenn er das da ist. Das weiß er schon, dafür habe ich gesorgt.
Lassen Sie uns bitte noch auf eine andere Herausforderung schauen, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, aber die im Moment eigentlich in jeder Branche vorhanden ist. Und das ist der Mangel an Fach- und der Mangel an generell Arbeitskräften überhaupt. Wie steht da die Baubranche da? Das Problem haben wir natürlich auch. Also wenn ich wir sage, ich als Verband, dann rede ich für unsere Firmen. Wir werden die nächsten 5 bis 10 Jahre haben wir 15% der Führungskräfte, die in ihren verdienten Ruhestand wechseln werden. Das heißt, wir haben einen demografischen Wandel miteinander zu bewältigen. Und deswegen sind wir da massiv unterwegs. Die Firmen qualifizieren ihre Leute extrem nach oben. Also Fortbildung ist ein großes Thema. Ich glaube nicht, dass insgesamt die Arbeitskräfteanzahl in Deutschland oder in Bayern so viel mehr werden wird in der Zukunft. Aber wenn wir diesen demografischen Wandel einigermaßen abpuffern können, dann haben wir viel erreicht miteinander. Und wie können wir das kriegen? Wir müssen einfach zeigen, gerade den jungen Menschen, da sind wir als Verband viel unterwegs, was für zukunftsfähige Branche wir sind, welche Qualifikationen man erreichen kann. Ja, also wir sind ja eine Branche, die sowohl für den akademischen Bereich interessant ist, Bauingenieure. Wir haben riesige Einschreibungsquoten durch, ich sage jetzt einmal, durch die voranschreitende Technisierung. TU München, OTH Regensburg, eigentlich sehr gute Zahlen bei den Ingenieuren. 30% Damenanteil mittlerweile bei den Ingenieurinnen, die eingeschrieben sind. Und wir haben extrem gute Möglichkeiten im Baubereich, auf der Baustelle selber, bei den Hauptschülern etc. Die können sich toll qualifizieren, die können Polier werden, geprüfter Polier, Werkpolier. Das sind einfach Karriereaussichten, die es in vielen Branchen überhaupt nicht gibt. Aber kommen die denn tatsächlich? Ja. Denn es gibt ja, gibt ja viele, die eine Art Überakademisierung beklagen in Bayern, dass also zu viele Leute wollen dann an die weiterführende Schule, an die Uni, an die Fachhochschule etc. Also haben Sie keine Nachwuchsprobleme? Doch, wir haben schon Nachwuchsprobleme. Wenn ich das sagen darf, wir haben zum Beispiel die Azubis, wir sind auch als Verband sind wir im dualen System unterwegs. Das heißt, wir haben zwei große Ausbildungszentren, wo wir die überbetriebliche Ausbildung machen. Also ganz, ganz kurz gesagt, also ein Azubi in einer Baufirma, der ist ein Drittel in der Firma, ein Drittel in der Berufsschule und ein Drittel in der überbetrieblichen Ausbildung, das heißt in unseren Ausbildungszentren. Das sind 3 Jahrgänge, also erstes, zweites und drittes Lehrjahr. Und wir haben in Nürnberg derzeit 520 und in Stockdorf hier bei München 490, fast also über 1000 Azubis, die von unseren Firmen da angemeldet sind und die da ausgebildet werden. Das sind Rekordzahlen einerseits. Andererseits sagt mir natürlich jede Firma, ich hätte noch mal gern 5 mehr, ja, um diesen demografischen Wandel dann abzupuffern. Ich glaube, dass wenn wir so attraktiv bleiben und das auch kommunizieren, wie wichtig der Bau ist eigentlich für all diese gesellschaftlichen Themen, dann kriegen wir junge Leute. Das wird aber nicht ganz ausreichen. Deswegen werden wir auch, und das fördern wir mit und sind da ganz offen, Zuzug, qualifizierten Zuzug. Auch damals 2015 haben wir Programme aufgelegt, um die Asylsuchenden zu integrieren. Da ist dann auch wieder schwierig, erkennt man in Deutschland die Ausbildungsscheine, die sie irgendwo im Ausland gemacht haben, hier an. Ein duales System gibt es fast nur in Deutschland. Darum ist es ganz schwierig, so einen Standard zu setzen. Ich glaube, jemand, der bei uns in den Ausbildungszentren aufschlägt und der möchte, den fördern die Firmen, den qualifizieren die Firmen, wir qualifizieren sie, und das ist ein großes Potenzial. Letztes Jahr haben wir 2% mehr Personal aufgebaut in Bayern bei unseren Firmen. Also ganz verkehrt machen wir es nicht, aber es ist ein sehr mühsames und ein sehr langwieriges Geschäft. Sind die Geflüchteten aus der Ukraine dabei für Sie eine Unterstützung, eine Hilfe, die ja im Gegensatz zu anderen Geflüchteten nicht auf eine Arbeitserlaubnis warten müssen? Ja, aber das auch nur vereinzelt, denn in dem Bereich sind natürlich sehr viele Frauen auch hier in Deutschland hergeflüchtet und die Männer sind in der Ukraine geblieben, auch wenn wir immer einen noch größeren Frauenanteil haben. Ich glaube, dass für andere Branchen das extrem wichtig war jetzt auch, Pflegebereich und verschiedene andere. Bei uns ist Ukraine momentan nicht so im Fokus.
aber viele andere osteuropäische Staaten. Wir gehen auch mit dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft Richtung Maghreb-Staaten, um dort qualifiziertes Personal mitzurekrutieren. Also man muss da einfach sehr offen sein. Und unsere Firmen sind es auch. Jetzt haben Sie vorher schon ein begeistertes Plädoyer für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Branche gehalten und auch schon, wir haben das ja schon an mehrfachen Beispielen durchdiskutiert, energetische Sanierung etc. Aber wo sind denn so Ihre Vorstellungen für die Zukunft, gerade in diesem Aspekt klimaneutral, Kreislaufwirtschaft? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass München die Zementaufbereitungsanlage hinbekommt. Das haken wir jetzt mal ab. Aber was kann da noch Standard werden, was wir vielleicht noch gar nicht kennen? Was haben Sie in petto, weil Sie ja das erklärte Ziel Klimaneutralität unterstützen wollen? Also erstens digitaler werden. Also all das, Nachhaltigkeit und wie kriege ich oder wie berechne ich überhaupt, habe ich CO2 eingespart, habe ich Material eingespart. Wenn Sie das in Papierform beim Großprojekt machen wollen, dann sind Sie einfach hoffnungslos überfordert. Das muss digital erfolgen. Ja? Das muss auf Knopfdruck, wenn ich irgendetwas verändere an diesem Bauprojekt, dann muss ich das sofort sehen, wie viel CO2 habe ich eingespart, wie sind die Kosten, wie haben die sich entwickelt, wie hat sich die Zeitschiene verändert. Und das ist ja der große Vorteil der Digitalisierung. Also das Schlagwort ist der BIM, Building Information Modeling. Das heißt, dass man einen digitalen Zwilling vorher baut. Sie haben also im Computer, in Ihrer Software, haben Sie das Gebäude eigentlich schon fertig durchgeplant. Sie wissen, wie es aussieht. Sie wissen, wann es fertig wird und was es kostet. Wie viel Prozent aller Bauprojekte in Bayern werden so geplant? Also im Privaten immer mehr, aber da möchte ich jetzt keine falsche Zahl sagen. Nein, aber, nur so geschätzt, weil das klingt ja eigentlich essentiell. 5 bis 10%, wenn es hochkommt. Das scheint mir nicht so viel zu sein. Ja, das ist auch noch zu wenig, weil es eigentlich der Standard sein müsste. Weil dann erstens Digitalisierung, zweitens die Nachhaltigkeit. Das kann ich nur über diese Instrumente kontrollieren. Ich kann es nur über diese Instrumente eingeben, ich kann es nur über diese Instrumente berechnen und ich kann nur über diese Instrumente zum Beispiel auch, das ist eins unserer Plädoyers, Nachhaltigkeit kostet auch. Da darf man sich nichts vormachen. Wenn ich will, dass ich weniger Beton verbaue, ja, dann muss ich anders konstruieren. Das geht. Ja, ich muss auch vorherige Thema Recyclingbeton. Es gibt auch Betone mittlerweile, die nur noch 40% Zement enthalten. Weil der Beton selber ist nicht der CO2-Treiber, sondern der Zement. Ja, und wenn ich weniger Zement im Beton habe, dann kann ich natürlich viel CO2 einsparen. Nur das muss zugelassen werden, dass man den bestellt. Also der Auftraggeber hat eine große Verantwortung, nachhaltig zu bauen. Wir können das. Und die Innovationen, die wir haben, die muss er zulassen. Häufig weiß ein Auftraggeber ja gar nicht, was wir können, unsere einzelnen Firmen. Und das nennt sich dann Sondervorschläge. Ja? Sie haben so einen Amtsvorschlag, nennt sich das. Also das, was das staatliche Bauamt irgendwo in Bayern sich ausgedacht hat, wie man jetzt die Brücke baut. Und dann bewirbt sich eine Firma und sagt, ja, aber das könnte man auch anders machen. Und dann gibt die diesen Vorschlag, wie man es anders machen könnte. Vielleicht zeitlich schneller, vielleicht kostengünstiger, vielleicht mit weniger CO2. Und dann wird es aber abgelehnt, weil man sagt, ja, das ist zu kompliziert, um das zu vergleichen mit einem anderen Vorschlag. Und dann gibt es keine Innovation. Jetzt haben Sie vorher von einer Ausschreibung in München berichtet, wo Sondervorschläge überhaupt nicht zugelassen sind. Das ist doch dann eigentlich, ich sag's mal direkt, ein bisschen arrogant, weil ja die es machen, vielleicht Ideen haben, auf die jetzt das Referat oder der Beamte gar nicht gekommen wäre. Ja, ich würde es jetzt nicht als arrogant, aber es ist der einfachere Weg. Weil das stimmt, also da haben die es dann bewerten müssen, da haben sie schon einen Punkt. Die Vergleichbarkeit, also wenn sie einen Amtsvorschlag haben und haben 10 Angebote, die alle genau das anbieten, dann können sie ganz einfach sagen, okay, der ist 10% billiger und deswegen kriegt es der. Haben sie 9, die das so gemacht haben und einen, der einen Sondervorschlag macht, dann ist die Vergleichbarkeit schon schwieriger. Also wie bewerte ich das dann? Also der Punkt ist real. Also das muss man anerkennen. Nur wenn man den Weg nicht geht, dann wird es nicht besser. Und deswegen unser Plädoyer, lasst die Innovationen zu, schreibt sie mit aus, lasst Recyclingmaterial zu, baut nach oben, baut nach unten, Verkehrswende,
Ja, wir haben überhaupt kein Problem, Radlwege zu bauen rund um München, in München und so fort. Das ist überhaupt keine Sache. Aber ihr müsst dreidimensional anfangen zu denken. Ja, wir bauen immer noch zu klassisch da draußen. Ich hoffe, dass alle entscheidenden Menschen zugehört haben oder noch zuhören werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schütt, für die spannenden Einblicke in eine Branche, von der wir ja eigentlich nur die Baustellen mitkriegen, aber nichts dahinter. Ihnen jetzt noch viel Freude mit dem weiteren Programm und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.